Honestly, darling, I love you. Ja, es ist diese Liebe auf den ersten Blick. Ein reinrassiges Cabrio mit klassischem Stoffverdeck. Da kann man im Frühling einfach nicht widerstehen. Pardon, nicht nur im Frühling. Zumindest wenn es sich um das neue E-Klasse Cabriolet handelt. Ein offener Zweitürer mit Ganzjahrestauglichkeit. Sunny day. Cool down, that's what I think. Berechtigterweise haben sich ja viele Menschen schon die Frage gestellt, wann ist denn eigentlich die beste Zeit für ein Cabriolet? Nun, das ganze Jahr. Die Gründe dafür möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, und zwar auf einer Probefahrt hier im neuen E-Klasse Cabriolet. Sunny days. Ah, Sonne, okay. Sehr schön, gefällt mir. Autofahrer kennen ja das Problem. Man sitzt zu viert im Fahrzeug und die Kommunikation ist nicht besonders einfach, besonders dann, wenn es darum geht, mit Menschen im Fond zu reden. Aber bei einem Cabrio ist das natürlich noch umso schwieriger, da ja noch der Fahrtwind dazu kommt. Allerdings gibt es hier eine Lösung namens AirCap. AirCap ist nichts anderes als ein Windabweiser. Und das Ganze wird dann auch nochmal unterstützt durch das Windschott, was zwischen den beiden Rücksitzen nochmal automatisch per Knopfdruck hochgefahren wird. Die größte Sorge, die man ja beim Cabrio-Fahren hat, ist die Möglichkeit, sich ja zu erkälten aufgrund des Zugwindes. Aber dagegen hilft ja das bewährte AirScarf, der Luftschal, der wiederum in der neuen E-Klasse weiterentwickelt worden ist und jetzt auch die Möglichkeit bietet, die Luftdüsen etwas nach oben oder nach unten, wie man es gerade braucht, zu verstellen. Damit, nach eingeschalteter AirScarf-Funktion, ist der Schal so gut wie nicht mehr nötig. Wer über ein Cabrio spricht, muss natürlich auch über sein Verdeck sprechen. Und in diesem Fall wurde auf das klassische Softtop zurückgegriffen, um die klassische Cabrio-Form auch zu erhalten. Wobei lediglich das Aussehen ist klassisch. Technisch wurde da so einiges getan. Was die Details angeht, nun innerhalb von 20 Sekunden ist es machbar, das Verdeck zu verschließen. Aber auch genauso wenig Zeit braucht man, um es wieder zu öffnen. Was die Isolierung angeht, da bin ich ja hin und weg, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn bei verschlossenem Verdeck hat man ganz schnell mal vergessen, dass man überhaupt in einem Cabrio sitzt. Und die Isolierung ist so gut, dass man sogar bei über 200 Stundenkilometer die Möglichkeit hat, dank der Freisprecheinrichtung zu telefonieren. Hör dir das mal an, wie leise das ist. Das ist so unglaublich. What do you see when you close your eyes? I see the sky. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Leider ist diese Fahrt zu Ende. Aber wissen Sie was? Ich habe so vieles über dieses Auto erzählt. Ich hoffe doch, ich konnte Sie davon überzeugen, ja, ein Cabrio ist tatsächlich das ganze Jahr über zu benutzen. Aber wenn Sie mir nicht glauben, probieren Sie es doch am besten selbst. Sonne oder Regen. Mit dem E-Cabrio können Sie eigentlich nichts falsch machen.